Guten Tag. Mach dich weg! Möchten Sie nicht reden? Nee, ich will nicht reden. Oh, ja, ist klar. Freischreite, Thema. Warum schämen Sie sich denn für Ihre Meinung? Ich schäme mich nicht, aber filmen Sie sich doch selber. Mach ich doch. Verpiss dich mit deinem scheiß Nasen. Welcher Kanal? Weichreiter heiße ich. Ach krass! Krass! Ja. Das ist ja erstmal angeguckt. Guten Tag, wir befinden uns in Leipzig. Hinter mir, beziehungsweise vor mir, ist das Amt für Statistik. Hier müssen wohl alle Bewerber, alle Parteien, die sich für den Stadtrat aufstellen lassen möchten, ja vorher anmelden und Unterschriften leisten. Ja, die Freien Sachsen jetzt hinter mir machen hier eine, was kann man sagen, Wahlkampfveranstaltung unter dem Motto Stürmt mit uns das Rathaus. Versucht man heute hier Unterschriften zu sammeln und dann eben auch Kandidaten für das Rathaus hier in Leipzig stellen zu können. Ja, es gab auch Aufrufe aus linken Kreisen, sich heute dieser Demonstration nicht entgegenzustellen, aber sie zumindest zu beobachten, sagen wir es mal so. Alles, was sie sagen, können sie tun. Und welcher Kanal ist das? Weichreiter heiße ich. Ach krass! Krass, ja, krass! Das ist ja erstmal angekommen. Warum sind Sie heute hier, wenn ich fragen darf? Na, wir haben jetzt Unterstützungsunterschriften geleistet für die Freien Sachsen. Und das lief alles glatt? Ja, super, freundlich und alles. Okay. Das Motto lautet ja Sturm aufs Rathaus. Meinen Sie, das funktioniert? Na, ich denke schon. Also wir tun auch ein bisschen was dazu. Okay. Mhm. Wissen Sie, wer der Kandidat dann später sein würde? Nee, noch nicht. Noch nicht. Aber wir hoffen jetzt ja auf den Infostand, der ja gerade aufgebaut wird. Und da möchten wir uns ein bisschen informieren. Dafür Deswegen sind wir auch extra heute gekommen. Dafür ist er wahrscheinlich auch da, um vielleicht auch die Kandidaten vorzustellen. Ja. Ja, Leipzig ist ja bestimmt auch ein interessantes Pflaster. Naja, ein kompliziertes Pflaster. Kompliziert. Also, wir haben ja die AfD schon lange im Stadtrat und die haben es auch sehr, sehr schwer, sich durchzusetzen. Vielleicht gibt es dann aber irgendwie Synergien, ne? Wenn die Freien Sachsen auch mit reinhalten. Gibt es bestimmt die ein oder andere Überschneidung bei den Themen. Ja, genau. Hoffen wir. Generell, warum die Freien Sachsen? Na, weil wir Freie Sachsen sind, oder? Ganz logisch. Und sollte man auch Freie Sachsen wählen quasi? Na, uns, also es sind ja viele unzufrieden. Und auch wir. Und es gibt ein paar Lösungen bei den Freien Sachsen, die uns gefallen. Also Denkansätze. Okay. Ne? Was ist das, was Sie am meisten unzufrieden macht? Man wählt keine Faschisten. Wo Sie machen wir doch auch gar nicht. Da kam schon der erste Spruch, man wählt keine Faschisten. Bringt eigentlich, warum muss die Polizei das hier beobachten? Das ist vielleicht auch noch eine ganz andere Frage. Weil wir ganz gefährlich sind. Nee, ich glaube, wir sind gefährdet. Denke ich mal, gerade hier in Leipzig, extrem. Da oben hängt ja auch ein tolles Plakat am Haus. Wir können da ist dann gerade der Baum davor. Moment, da oben ist das Plakat, kein Platz für Nazis. Ja, was meinen die damit? Tja, was meinen sie denn damit, ne? Satanische Verdrehung, würde ich mal sagen. Ja, das sind wahrscheinlich die einzigen, die keine sind. Schauen wir mal ein bisschen euren Stand an. So, hier haben wir die Broschüre, die können wir uns dann ja gleich mal angucken. Leisnig Info. Ja, kompakt natürlich auch. Terrorists Welcome. Das Kompaktmagazin sollte ja bestimmt auch bekannt sein. Digitalisierung an den Schulen. Ja, da wird natürlich auch Geld in die Hand genommen. Aufgewacht. Januar, Februar. Magazin für Sachsen. Schlapphut-Alarm. Wie die neue Stasi die Wende verhindern will. Sexit. Wunschdenken oder echte Option. Welche Grundsätze, Positionen vertreten die Freien Sachsen? Für ein freies Sachsen in Deutschland und Europa. Wir wollen selbstbestimmt und souverän hier vor Ort entscheiden, statt immer mehr Befugnisse an die Bundesregierung oder den Europäischen Union abzugeben. Wir streben deshalb eine Autonomie von Sachsen, vergleichbar zum Beispiel mit Südtirol in Italien oder Schottland in Großbritannien an. Sollte dies nicht möglich sein, muss ein Sexit, ein genereller Austritt aus der Bundesrepublik möglich sein. Schon jetzt sind sämtliche Rechte des Föderalismus auszuschöpfen und möglichst viel in Sachsen selber zu entscheiden. Ja, also man wünscht sich eine verstärkte Autonomie, ein verstärktes Selbstbestimmungsrecht der Sachsen hier in diesem Bundesland. So habe ich das ja bis jetzt verstanden. Verpiss dich mit deinem scheiß Nazi-Scheiß. Verpiss dich mit deinem Nazi-Scheiß. Auch sehr interessant. Wie viele Unterschriften werden benötigt? Über 200. Also wenn man hier für alle Wahlkreise kandidieren möchte, die
Leipzig hat. Und davon gibt es wohl 9 oder 10 Stück. Ja, für jeden Wahlkreis braucht man gute 20 Unterschriften, um dort kandidieren zu dürfen. Für jede, ja, vor Ort, ja, jeder Kreis hat dann eben auch seine eigenen Stadträte. Um sich für alle aufstellen zu lassen, braucht man gute 200 Unterschriften. Ja. Eine Diskussion ist sie nicht, möchten Sie nee, nicht. Nee, wenn ich meine Kundgebung stürmen möchte, ist das nicht. Wir haben die ganze Zeit ordentlich diskutiert, ganz normal, hast du gemacht. Dann hast du den Leuten aber irgendwas eingeredet, die faschistische Organisation und da. Und das ist eine Belästigung. Genau. Und das, stürmen oder gehen? Genau. Das ist ganz einfach. Genau. Okay, also sie ist nicht nach Reden zumute. Nein. Sie sind auch stürmen genau. zumute, also gehen Sie genau. bitte. Weil Sie nicht möchten, dass die Leute, die hier vorbeilaufen, irgendwie diskutieren, und sondern... denken Sie nicht, dass die Leute selber wissen, wenn die an unseren Stand kommen, was sie sich einlassen? Da brauchen Sie jetzt nicht irgendwie eine Hintergrundstimme, denn irgendwas den Leuten einreden, ja. Das ist selbstverständlich. Das ist Quatsch. Genau. Möchte ich nicht. Kann ich gerne da drüber gehen, das ist dann eine Landungsfläche, oder was auch immer, aber hier nicht. Genau. Auf Wiedersehen. Ich möchte übrigens nicht gefilmt werden. Also, dann gehen Sie, dass die Kundgebung hier kann gefilmt werden. Genau. Ich möchte nur, dass Sie das löschen. Sie sind im öffentlichen Interesse. Genau. Und jetzt gehen Sie bitte. Schauen Sie nochmal. Oder die Leute, aber ich nicht. Gehen Sie zur Polizei, wenn Sie beschwert haben. Genau. Wir gehen jetzt einfach. Genau. Aber worum ging es hier? Was war das Problem? Na gut. Also scheinbar möchte der Mann doch nicht reden, eben gerade so am Diskurs orientiert. Aber wenn es dann in der Öffentlichkeit landet, ist es doch ein Problem, oder? Was? Wie bitte? Warum ich möchte hier? Nicht dabei gefilmt werden. Warum? Warum nicht? Warum schämen Sie sich denn für Ihre Meinung? Ich schäme mich nicht, aber filmen Sie sich doch selber. Mach ich doch. Und fragen Sie vor allem die Leute, bevor Sie filmen. Einfach so. Warum? Es ist eine öffentliche Veranstaltung hier. Ich möchte trotzdem nicht gefilmt werden. Warum nicht? Möchten Sie von mir gefilmt werden? Ja, los. Okay. Können wir uns ja gegenseitig filmen. Da drüben ist auch noch eine Kamera. Machen wir das ja. Macht hier jeder seine Kamera. Dann ist auch alles transparent, oder? Und denken Sie in sich für Konsequenzen, dass mit deinem Gejammer von meiner Mutter blenden. In der patriarchalen Welt dreht sich alles nur um dich und selbst so 8 berühmte Täter verlieren hier nicht ihr Gesicht. Doch das ändert sich. Ja, das ändern wir. Kommen bei Nacht, verlieren Wochen, kein Schlaf, nachts um 4. Komm, dass sie uns jagen gehen. Heute will ich Tote sehen. Die, die es verdient werden, auf Knien um Vergebung fliehen. Nichts da. Viel zu lange schon gelitten, Tano. Hallo. Gibt's hier jemanden, der mit den Freien Sachsen reden möchte? Hallo? Verpiss dich, Junge! Warum soll ich mich verpissen? Gut. So kann man das nicht lesen, wenn er so nah ist. Ich habe keine Nazi-Kollegen. Keine Stimme für Faschisten. Also Sie wollen nicht mit den Freien Sachsen reden, ja? Vorsicht, hier ist eine Straße, nicht, dass sie noch überfahren werden. Gibt's hier jemanden, der mit den Freien Sachsen reden möchte? Nazis will niemand reden, genau. Verpiss dich, Mann. Weißt du, Nazi-Partei ist rechtsextrem eingestuft, du musst mal lesen. Vom Verfassungsschutz, der hat bestimmt auch die Antifa als linksextrem eingestuft. Leider niemand an einem Dialog. German History. Oh ja, ist klar. Keine Grüße, machen Sie das weg. Nicht stolpern hier. Was ist hier los? Weiß ich nicht. Ja, das ist eine Provozierung. Ja, weil die Leute sind ja maskiert. Die sind plötzlich so ins Rübergegangen. Ja, jetzt kommt man hier auf euch zu. Ja, das sind Dialogangebote. Ja, ist doch schön, wenn man hier vermummt, voll verschleiert irgendwas sagen möchte. In Deutschland gibt es ja das Vermummungsverbot, ja? Wollen Sie den Freien Sachsen was sagen? Ich erschocke es, du machst das auch. Doch, nicht so laut. Ja, die Polizei bemüht sich tatsächlich langsam auch mal herzukommen. Ja, es sind hier Gegendemonstranten auf der Seite der Freien Sachsen, vermummt hier zum Teil, ja, haben mich auch schon angerempelt. So sieht das aus, wenn hier die linke Szene einen Dialog starten möchte. Sehr stark regenschirmlastig. Die Polizei sammelt sich jetzt auch langsam da hinten. Ja. Ich meine, es gibt ja auch sowas wie Vermummungsverbot, ja. Und jetzt mal ehrlich, der Typ, der da die Leute filmt, hat noch nicht mal sein Gesicht im...
Auf Wiedersehen. Halt die Fresse erstmal, ja. Tschüss. Hopp, hopp. Die Fresse halten, wir verstehen nicht. Warte noch mit Twitter. Ja, hier trifft gerade die Leipziger linke Szene auf die Freien Sachsen. Ja, ist doch, der Dialog findet doch statt, ist doch schön, ja? Ja, mit Schildern im Kopf. Ja, schön. Ja, hier steht keine Stimme für Faschistinnen. Ja, aber so richtig Stimme haben die Leute auch nicht. Nee, das stimmt, ne? Leider. Deine Seele gehört jenem, der am meisten bietet. Das nutzt die Ablehnung ihrer bei deinen eigenen Lügen, die einzig. So, das waren dann die ersten Berührungspunkte zwischen der Leipziger Antifa-Szene, keine Ahnung, linken Szene, und den Freien Sachsen. Ja, die Polizei hat doch jetzt etwas aufgerüstet hier. Man hat doch ein paar mehr Menschen hier zusammengezogen an Einsatzkräften. Für den Fall, dass das hier nicht nochmal so abgeht, weil es hätte, da ist keine Polizei dazwischen gewesen. Ne? Man hätte da auch ganz schnell hier die Fäuste fliegen lassen können, aber in der Tat ist es nicht dazu gekommen. Was du ausgetauscht hast da mit denen? Warum nicht? Hallo, hast du ein Problem? Ja. Was willst du? Das ging beidseitig, oder was? Und der kam ja schon voll vermummt zu dir. Ja, also er hat eine FP2-Maske aufgehabt. Wahrscheinlich ist er krank, schwer krank. Wahrscheinlich, ja. Und dann kam ja Stück für Stück mehr Leute. Ja. Aber trotzdem ist es ja nicht in Gewalt ausgearbeitet. Nee, ja, also die sind selbst noch unentschlossen. Die warten wahrscheinlich, bis es später mehr werden oder so. Und dann werden wir mal sehen, ob da noch was kommt. Aber bisher ist es relativ entspannt. Okay. Mich haben wir eben auf YouTube also geguckt. Ja, wollte schon sagen. Okay. Warum sind Sie heute hier? Ich bin in der Stadt zu meiner Tochter ins Geschäft. Ja. Die arbeitet hier und vorher wollte ich bei Ihnen vorbei. Bei den Freien Sachsen wahrscheinlich. Ja, ich wollte hier meine Unterschrift leisten. Ah, okay. Also ganz edle Motive. Was sagen Sie zu den Freien Sachsen? Ja, das ist eine tolle Gruppe. Die sollen nur weitermachen und sollen sich versuchen zu verstärken. Hm. Nicht einschüchtern lassen. Und soll ich sagen, das ist ja, wir haben ja keine Alternative. Wenn wir überleben wollen, müssen wir uns wehren. Ja gut, Alternative. Gut, wir machen hier keine Werbung für Parteien, aber hier steht jetzt viel mehr Polizei als vorhin, als sie hier gewesen sind. Wissen Sie, warum? Warum? Tja, weil man vielleicht den Stand kriminalisieren will oder weil man wartet, dass irgendjemand sich daneben benimmt. Sehen Sie auf der hinter sich? Ja, ach du liebe Zeit. Ja, das ist ja unsere Zukunft. Die erarbeiten unsere Renten in Zukunft. Ja, und von denen sind ein paar maskiert hier rübergekommen und hatten dann nette Gespräche wohl mit dem einen oder anderen Herrn. Ja. Und da musste die Polizei dann wohl ein bisschen aufrüsten hier, ja, damit die Gegend. Ach so? Also, wegen Gesprächen. Naja, Gespräche, es war ja dann schon etwas hitziger zum Teil geworden, ja. Das ist mit den Leuten immer hitzig wird. Ja, ich weiß nicht, das sind wohl geborene Hitzköpfe. Vielleicht ich. Ja, und was soll das denn? Die können einem doch leid tun. Diese jungen Menschen, die sind auf einem völlig falschen Trip. Aber die braucht die Gesellschaft, um das andere nicht so wachsen zu lassen. Wissen Sie? Auf was ist der richtige Trip? Ja, ich finde, der Nationale, der zu unserer Selbsterhaltung führt. Der Trip, der sich um junge Menschen kümmert, dass sie in Arbeit kommen, dass sie keine Drogen nehmen, dass sie bei Verstand bleiben und dass sie ihr Leben gestalten können und nicht solchen dämlichen Sprüchen hier ausgesetzt sind oder sich aussetzen und anderen gegenüber noch laut und brutal werden. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, mit den Menschen da drüben zu sprechen, was würden Sie denen ganz gern sagen? Das weiß ich nicht. Dass sie mir leid tun. Ja. Das weiß ich, ich weiß nicht, mit denen kann man ja schwer reden. Was soll das? Die verstehen mich nicht. Die können mich nicht verstehen, weil sie nicht dazu in der Lage sind. Wo soll ich anfangen? Ich hoffe, dass der Spuk bald zu Ende geht. Dass wir wieder ein normales Leben in Deutschland leben können. Ohne Einschränkungen.
Alles klar, dann vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und viel Spaß. Fleischreiter TV. Ja, was verschlägt Sie denn hierher? Oh, ich habe mal schnell unterschrieben hier. Ne? Eine Parteienvielfalt ist doch immer gut. Ne? So, Leute sollen ja ein bisschen Auswahl haben. Ne? Ja, in Deutschland gibt es ja die 5%-Hürde. Das ist ja sowieso schon ziemlich eingeschränkt von der Vielfalt her. Ja. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, mit dem Gegenprotest ins Gespräch zu kommen, was würden Sie denn ganz gern sagen? Nein, das hat keinen Sinn. Das hat Gegenprotest ins Gespräch zu kommen. Die wollen auch nicht, weil die haben keine Argumente. Die haben immer nur dieselben Standardsätze und das wird ja keinen Sinn, ins Gespräch zu kommen, weil die wollen nicht. Aber das ist halt, ne, letzten Endes, wenn man die richtigen Argumente hat und Meinung ist, dass man im Recht ist, dann darf man doch auch in einem Dialog nicht scheuen. So, da wird vor Gewalt nicht zurückgeschreckt zum Teil, ja, dass man sich hier vermummt, dass man hier den anderen einschüchtert, mit droht, aber dass man sich mal mit Argumenten irgendwie austauscht, ne. Ja, nee, danke. Willst du noch was loswerden? Nö. Jemanden grüßen? Ich grüße alle Zuschauer des Kanals. Bleibt dran. Abonniert den Kanal. Ganz wichtig. Reichweite herstellen. Weichreize herstellen. Genau. Ich bin froh da so. Dankeschön. Genau. Ich wollte abschließend noch sagen, wie fandst du den heutigen Tag? Ja, bis jetzt ganz gut, oder? Es gibt viele Leute, für die Freien Sachsen unterschreiben. Wir haben einen kleinen bisschen Gegenprotest und Verstandsverträge angenommen. Also ist das super. Einen kleinen Polizeieinsatz ausgelöst hier. Einen kleinen Polizeieinsatz ausgelöst, ja. Ist auch mal was los in Leipzig. Wie sich das gehört. Genau. Gibt's da was die Freien Sachsen noch loswerden möchten? Ja, wenn ihr noch Zeit habt, kommt gerne hier nach Leipzig auf die Thomasusstraße zum Unterschreiben für uns. Wenn das heute nicht schafft, dann geht gerne mal noch einen anderen Tag. Also würden wir uns sehr drüber freuen. Okay. Gibt es da was du loswerden möchtest? Was ich loswerden will? Ja, das ist eigentlich schon eine ganz wichtige Sache. Weil wenn wir die Unterschriften nicht zusammenbekommen, dann können wir die da drüben nicht im Stadtrat ärgern. Gut, dann soll es von mir gewesen sein. Noch viel Erfolg weiterhin. Danke. Und ja, alles Gute. Ja. Gucken wir mal noch zum Gegenprotest, ob die abschließend noch irgendwas sagen wollen. Okay, gut, es möchte niemand mehr reden, dann soll es das an der Stelle auch gewesen sein von dem Protest hier vor Ort. Guten Tag. Mach dich weg! Möchten Sie nicht reden? Nee, ich will nicht reden. Warum nicht? Ich will, dass du verschwindest. Möchten Sie was sagen? Ja, Micha, und du hast recht. Hast du auch nur Angst, wieder nach Dortmund zu kommen, hä? Gehen Sie mal bitte von der Straße runter. Sie gehen bitte von der Straße nach. Das ist mein Auto. Dann gehen Sie davor. Darf ich doch in mein Auto steigen?